Anfang. Auch der schönste Abend muss einmal ein Ende haben. Habt ihr Spaß gehabt bis heute? Bis jetzt? War das okay? Würdet ihr nächstes Mal wiederkommen? Das war nur noch, die Hälfte. Ja. Immer noch einen Song zum Schluss von Christopher Cross. Kennt ihr den, oder was? Da kann man direkt von Anfang an die Hände hochnehmen und wegklatschen. Listen.
vier Mal im Jahr, aber es ist mir jedes Mal eine große Freude, hier dabei zu sein. Und wir fangen direkt mit dir an, weil du jetzt gerade leider in meiner Nähe bist. Eigentlich muss man ja das Beste zum Schluss, aber in dem Fall am Anfang. Der Bandleader, der Chef dieser Band, die gute Seele, der hat immer ein Lächeln auf den Lippen und meistens schlechte Laune, aber er überspielt es sehr, sehr gut. Am Schlagzeug und er hält den Laden zusammen. Bitte sein Lauf für Elmar Federkeil. An der Gitarre, den habt ihr eben schon gehört. Der soliert wie kein anderer. Und er sieht immer so unfassbar gut aus. Ein bisschen neidisch bin. Aber ich glaube, es war beim gleichen Herrenausstatter wegen der Weste. Das war so ungefähr der gleiche. Bitte seid laut hier, Mr. Oliver Abdo the Guitar! An der Bossgitarre ein junger Mann, ich habe selten einen Typen erlebt, der so tiefenentspannt ist wie er. Egal was passiert, der Sven ist entspannt. Vorhin hat er es erzählt, dass hier gerade die komplette Technik ausgefallen ist. Ja, ist halt alles futsch, aber ja, alles gut eigentlich, ja. Und er soliert auch noch, als ob er E-Gitarre spielen würde, über eine Bassgitarre. Die Saiten sind doppelt so dick wie eine E-Gitarre. Das ist gar nicht so einfach. Und dann klingt das noch so geil, wie er das macht. Also bitte seid laut, gebt Liebe und Applaus für Sven Sommer am Bass! Worte zu finden, um meine Liebe auszudrücken. Sie ist eigentlich der Grund, warum ich heute hier bin. Also schon von Anfang an eigentlich. Der Elmar hat mich angerufen vor einem Jahr oder sowas, da war ich das erste Mal hier. Da hat er gesagt, die Carina spielt bei ihm in der Band. Da habe ich gesagt, alles klar, ich komm. Oder? Da? Sehr, sehr vielen Jungs beneidet. Ja, und wir sind im gleichen Hotel. Ich glaube, da läuft nichts. Naja. Das erste Mal heute, dass wir aufeinander treffen auf einer Bühne. Wir kennen uns schon seit es Facebook gibt. Quasi kennen wir uns. Und ich bin sehr, sehr froh und sehr, sehr stolz, dass ihr heute neben mir auf der Bühne steht. Bitte! Saarbrücken, seid so laut, wie ihr heute Abend noch nicht wart. Für die unfassbare Miss Helen Pfaff! Yeah.
Leute, wollt ihr noch eine Zugabe? Ich kann immer. Ich bin zu alt für den Scheiß. Okay, also bevor wir vielleicht noch morgen. Ja, komm, 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 komm. Wir wollen nicht so sind. Der Laden ist so pressvoll halt. Ist geil. Also, natürlich machen wir eine Zugabe. Ich möchte noch ein paar Sachen ansagen. Am 27. auf dem Scheiß. Du weißt, das geht ganz schnell, ne? Ja, so wie WHZ getan, komm. So, wer morgen Abend noch nichts vorhat, ja? Der möchte bitte in Seven kommen. Da spielt die Band Soul Family. Also, wir sind ja, ihr wisst ja, ne? Wir sind ja Soul Family drauf. Tut mir so gut. Wir sind die Soul Family und morgen Abend ist im Club 7 hier in Saarbrücken, Futterstraße. Oh, hör auf. Da ist SA1 Tanzlust. Ja, da wird ein bisschen geschwurft. Erstmal. Ja, so 1, 2, cha, cha, cha. 1, 2, cha, cha, cha. Ja, und dann haben wir einen Foxtanz. Und dann ab 22:30, wenn das Kino oben drüber mal Schluss hat, ja, dürfen wir dann angreifen. Ja, da geht's richtig los. Also, morgen Abend ab 22:30 im 7. mit einem großartigen Line-Up. Rod Jackson ist dabei, Daniel Graves und Bernd Nickes on Saxophone. Okay. Morgen Abend, gut, das war das. Dann haben wir hier den jungen Mann, das ist der Steffen, der macht nämlich unsere Videos und haut die auf YouTube raus. Facebook wollte ich was sagen. Ja, der haut das alles auf YouTube raus, auf unsere Facebook-Seite. Wir haben eine Facebook-Seite, ich habe heute mal gesehen. Wir haben erst 134 oder 35 Leute, die uns liken. Was ist denn da los? Ja. Taggt uns und hackt uns und macht mal ein bisschen Alarm auf unserer Seite. Ja. Liked uns einfach mal. Ja. So schwach. Auf jeden Fall, der Steffen, der kriegt jetzt einen fetten Applaus am Video. Steffen Jung. Ja. So, wir sind ja hier seit 5,5 Jahren am Start und im Januar gibt es ein ganz großes Jubiläum. 6 Jahre Mahlzeit, 6 ist gut. 6 Jahre Mahlzeit Club-Jubiläum. Und da freuen wir uns schon. Und die Jungs hier vom Laden, von der Mahlzeit, ich glaube, die haben es nicht bereut, dass sie uns hierher genommen haben. Das ist der Lothar und sein ganzes Team. Applaus für den Lothar! Lothar, halt mal ein bisschen lauter, aber drauf geschiss, war geil. Okay, so, und was habe ich noch zu sagen? Achso, ja, hier oben, mach mal. Hier oben ist ein Plakat, sieht man das? Ja, man sieht's. Wir feiern unsere Silvesterparty am 31.12. im... ja, stimmt, das Datum habe ich mir eingeprägt. Am 31.12. im Loft. In Saarbrücken Quellstraße, hier um die Ecke. Wer noch keine Tickets hat, soll sich beeilen. Es ist gerade ein großer Rahmen drauf. Stimmt natürlich nicht, aber ich sag's jetzt einfach so. Okay, so, Leute, wollt ihr jetzt noch eine Zugabe? Ja, ich glaube, die Band hat nichts mehr. Nee, ne? War schwach. Ne? Nee, scheiße, ne? Sag's mal. Carina sagt Scheiße. Scheiße heißt nicht laut genug, ne? Das meinst du. Okay, gut. Carina, mach einfach mal, wollt ihr eine Zugabe? Wollt ihr eine Zugabe?